Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonenturm. Wir wurden rausgeschmissen von den Geistern, weil ich zu lange stehen geblieben bin. Und ja, wir müssen immer noch den Rumpel suchen und ich habe das Gefühl, er will dem Vogel an den Kragen gehen, weil nur der Vogel den Namen wusste. Das ist... Ich Idiot, hätte gar nicht laufen müssen. Ich hätte die Röhre nehmen können. Ja, okay, hier ist er nicht. Ist er in seinem Versteck oben? Könnte der Bursche denn sein? Welche hinten? Ne, hier war, glaube ich, nur ein Item, oder? Eine Truhe, so, ja. Ach, Barbara, was machen wir denn hier? Gehen wir nochmal... Ne, warte mal. Ich kann ja da gar nicht hochgehen, oder? Weil ich brauche doch Yoshi. Jetzt komme ich da nicht rüber. Glaube ich. Ja, nein, ja, ich habe nur die Barbara dabei. Ah, nee, geht auch ohne den. Ah, so, das für die andere Seite. Okay. Got it. So, nochmal speichern. Mal alles. Ah, ist alles schon voll. Okay. Na dann. Ab in sein Versteck. Hoffen wir mal, dass er hier ist. Ja, auf jeden Fall schön. Und hopp. Ey, ganz schön aufdringlich, mich mir bisher nachzulaufen. Hab schon verstanden. Wir sollten endlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Klar, Mario. Keine Frage. Er hat sich mit diesen Hexen verbündet, weil er allein keine Chance hat. Ich werde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Sag denen, was du kannst, Bomba. Alles klar, gib mir jetzt diesen gesichtslosen Typen. Wir haben ihn Mario genannt. Wenn der, der deinen Namen und Körper geschoren hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Ja. Oh nein. Dann habe ich also diesem Mario geholfen. Wie konnte ich nur? Na nun, ein Streit unter Freunden. Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Perfekt, Junge. Ja dann. Ja, nicht jeder hat so viel Talent, Freunde zu finden. Manchem laufen sie davon. Flucht nicht möglich, ja. Das ist mir nur bewusst, ja. Mach mal einen Powerhauer. Sehr gut. Was soll das? Ich nehme Schaden? Ah, verflixt. Da musst du meinen Namen erraten, muss ich leiden. Er hat sich doch selber jetzt gerade verraten. Was macht ihr da? Ja. Blockt, sehr gut. Und ihr habt einen BP zurückgekriegt. Dann habe ich einen kostenlosen Powerhauer gemacht. Dann machen wir doch direkt noch einen. Eingefroren. Sehr gut. Egal. Mir wird hier ordentlich geholfen, ne? Verzeih mir, Brunhilde, aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. Mario, in guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Ich habe mich entschieden und es gibt wohl sowieso kein Zurück mehr. Dann haben wir ein neues Teammitglied, hä? Hauer, hauer.
Ja gut. Alter. Da fällt ja alles um. Ja gut. So, sie ist auch wieder Mario. Du musst aufpassen. Ja, es ist nicht Mario. Das ist nicht Mario. Alter. Was ist denn ihr Scheißproblem? Jesus Christ, weißt du was? Lass mal ein Maxi-Beben machen. 6 Damage auf beide. Na komm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Let's go. Easy. Ey. Lass das. Dann mach du einen Schattenhieb auf die Gumbrina. Müsste bald mal erledigt sein. Der hat eigentlich nur 10 KP. Ach ja, entschuldige. Ja. Kein Problem. Ja, der bildet sich wirklich ein. Er könnte Mario schlagen. Fuck. Gut geblockt. Trotzdem ordentlich Damage gefressen, hä? Was macht er? Ey! Bubus sind geflohen. Warum denn? Was soll das? Ein Powerhauer. Ist Bingo-Zeit? Noch nicht ganz, ne? Ja gut, er brennt. Ja, 3 BP kriege ich zurück. I mean, ist besser als nix, oder? Sieht übel aus. Ja. Easy. So, ich mache... Mach mal einen Eisschlag. Geh den Burschen ein. Er ist erledigt. Auch gut. Das ist... Warum... Wie konntest du... Mario! Ist ein Level Up? Ja, das gibt ein Level Up. 21 Sternpunkte. Sehr gut. Level Up. Yippie-yay. So, ich mache... Mal wieder mal meine KP hoch auf eine 35. Komm. Ja, gut. That's how I likey. Ja. Yep. Was ist das denn? Verdammt! Das zahle ich dir heim! Was? Mario ist geflohen. Nein, das ist der echte Mario? Oh, wir sind hereingelegt worden. Oh, wir hätten es wissen müssen. Wie konnten wir nur auf diesen Betrüger hereinfallen? Es tut uns leid. Wer ist die da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio? Du stehst plötzlich auf deiner Seite, Bomber. Also... Oh yeah. Mario. Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Seien wir also nicht kleinlich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wer du bist, würde sehr gern bei dir bleiben. Barbara gehört jetzt wirklich zum Team. Nice. Hier, bitte.
Jetzt gehört das Steinjuwel definitiv mir. Deine Energie 5, Mario nennt die Sternattacke Powering. Ja. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Hat jetzt 4 Steinjuwelen, bleiben noch 3, die er finden muss. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunhilda und Roberta geworden? Und aus Rumpel? Wo bleibt denn Barbara nur? Wer weiß, wo sie überall nach der Bombe sucht? Ist das wirklich wahr? Jawohl, Nachforschungen über das Äonentor. Bestätigen Brunhildas Behauptung, die Kraft des Siegels ließe nach. Endlich ist es soweit. Der Schatz und die uralten dunklen Mächte sind unser. Sehr gut, die Sternjuwelen haben weiterhin höchste Priorität. Natürlich heißt es auch, dass Mario besiegt werden muss. Du Befehl. Sobald diese Macht mein ist, werde ich die Welt in einen Abgrund der Furcht stoßen. Niemand kann mich stoppen. Die Welt wird vor den Kruzionen erzittern. Und ich, Crucius, werde eine neue Welt aufbauen. Meine eigene, von mir für mich erschaffene, wundervolle, ideale, perfekte Welt. Heck, hast du mich gerufen? Was soll ich heute tun? Tanzen, mich verkleiden oder ein Lied singen? Ich bin verzweifelt. Was? Was ist mit dir, Tech? Du bist ganz anders als sonst. Was ist wichtiger, einen Befehl zu befolgen oder die Welt eines geliebten Menschen zu retten? Ich existiere für nur einen einzigen Menschen, möchte für ihn da sein. Was soll ich tun? Was soll das heißen? Na gut, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir weh, dich zu beängstigen. Gut. Lass uns ein Quiz machen. Ein Quiz? Korrekt. Antworte auf meine Fragen. Wähle die richtige Antwort aus 3 Optionen. Wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, kannst du eine Mail schicken. Was soll das denn jetzt? Frage 1. Was passiert, wenn man alle 7 Sternjuwelen hat? Das Äonentor öffnet sich. Korrekt. Frage 2. Was ist das Ziel des Kruzionenführer Crucius? Die Welt erobern. Korrekt. Frage 3. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Heck, aber du... Antworte bitte. Was ist der legendäre Schatz hinter dem Äonentor? Die Seele eines Dämons? Korrekt. Frage 4. Was tut Crucius, wenn er die Seele des uralten Dämons hat? Dämon wie erste Hilfe leisten. Korrekt. Frage 5. Was braucht man, um den Dämon wieder zu versiegeln? Sternjuwelen? Korrekt. Damit sind 5 Fragen richtig beantwortet. Du kannst deine Mail schreiben. Tech, du... Dürftest du mir das denn sagen? Bitte Nachricht eingeben. Gut. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Das war alles für heute. Du kannst zurück auf dein Zimmer. Danke. Du bist wirklich ein seltsamer Computer, Mr. Tech. Gute Nacht, Peach.
Jetzt ist Bowser wieder dran. Ja, sehr gut. Wo ist er jetzt? Dieser Stadt in den Wolken Falkenhain gibt es angeblich irgendein Geheimnis. Wir sollten das Luftschiff dorthin nehmen. Hey du, einmal der Mondklasse und einmal junge Dame. König Bowser und ein alter Hexer von einem fliegenden Staubwedel. Eine Frechheit. Was für ein ungehobelter Kerl. Aber... Eure Abwesenheit, wo seid ihr? Hiermit bin ich schneller. Falkenhain, da war ich schon mal. Ich kenne den Weg. Du solltest lieber schon. Komm ruhig mit dem Luftschiff nach. Wartet doch euer Flugtauglichkeit. Ja, dabei habe ich extra ein leckeres Lunchpaket für den Flug mitgebracht. Oh, da ist das Ding etwa kaputt. Und tschüss. Auf geht's. Auf geht's wohin? Himmen. Feuer. Dieses. Mach alles kaputt hier. Alles muss kaputt gehen, komm. Aha. Da größer. Aber noch mal ein bisschen größer, komm. Oh yes. Jesus Christ, okay. Aber wir sind sehr groß, ha? Na komm. Noch mehr Fleisch. Ey! Noch mal ein bisschen größer, komm. Oh ja. Haben wir hier Schönes? Jücke! Alter! Naja, 10.000 Punkte. Yippie-hi-yay, Junge. Das war ja echt widerlich. Nein, Bowser! Der beißt! Ja. Euer Nasspelzigkeit, hier seid ihr also. Ich habe euch gesucht. Wo wart ihr denn nur? Nun jedenfalls, Falkenhain war absolut fantastisch. Die Arena, die Kämpfe, einfach atemberaubend. Ich habe sogar getanzt und das in meinem Alter. Diese Hotdogs, die waren einfach köstlich. Juhu. Habt ihr auch so viel Spaß gehabt, euer Kurzatmigkeit? Ui. Euer Heißatmigkeit? Musst du mein nacktes Überleben kämpfen und du wagst zu fragen. Du fragst, ob ich auch so viel Spaß hatte. Taktloses Pack, bin ich denn nur von Versagern umgeben? Geh und besorge dich genaue Informationen über Peach und die Sternjuwelen. Ist der Bursche aggressiv unterwegs, du? Ist dieser Kerl der falsche Mario war? Der hat uns alle reingelegt. Tut mir so leid, Mario. Ich fürchte, du bist jetzt sehr ärgerlich auf uns. Nee, ist okay. So habe ich es von dir erwartet. Ein echter Abenteurer. Du hast einen Hoffnungsschimmer in unser düsteres Dorf gebracht. Also dann, Mario, zurück nach Rohlingen. Gehen wir.
ist in unserem Dorf immer willkommen. Na gut. Wir machen morgen weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.